Ja, herzlich willkommen, wie jeden Montag. Wie erreichst du am einfachsten deine Ziele? Heute haben wir uns als Thema ausgesucht, dass ihr mir Fragen stellen könnt, was ihr gerne als Tipp hättet, um eure Ziele einfacher oder schneller oder überhaupt zu erreichen. Ich stehe euch jetzt die nächste halbe Stunde voll zur Verfügung. Stellt alle eure Fragen und ich möchte euch da wirklich helfen, den nächsten Schritt in eurem Geschäft einfacher, leichter oder schneller zu schaffen. Was habt ihr für Fragen? Wer traut sich? Was hättet ihr gerne? Oder ist jeder schon seinem Ziel so nahe und am besten Weg und hat schon seine Ziele fast erreicht? Oder gibt es doch noch die eine oder andere Frage dazu? Wie fängt man am besten an? Ah, das ist gut, ja, das ist eine sehr gute Frage. Am besten fängt man an, wie bei einer Reise. Man macht sich einmal ein Bild davon, wo geht die Reise hin, dass man mal Emotionen spürt, bevor du die Reise planst. Wenn du sagst, du möchtest Südamerika, Afrika, irgendwo hin, bevor du einen Ort aussuchst, einfach mal das Gefühl bekommen, wie wäre es dort zu sein? Einfach in die Planung reinzugehen. Wenn du mit einem sicher Geschäft anfängst, wenn kein Warum da ist, wenn kein Feuer in dir ist, dann fang diese Beziehung mit sicher gar nicht an. Das ist so wie im Privatbereich, ne? Wenn kein Feuer da ist, ist die Frage, ob das Pärchen überhaupt gut zusammenpassen kann, wenn von Anfang an schon nichts da ist. Und das Gleiche ist hier. Das Brennen kommt dann, wenn das Warum groß genug ist bei unserem Geschäft. Das heißt, wenn du auf deinem Zettel einmal alle deine Ziele und Träume aufschreibst und sagst, das möchtest du mit sicher realisieren, dann wird in deinem Kopf eine Reise mit Bildern beginnen. Ich mache das ganz gerne auch am Abend und in der Früh, dass ich mal so meine Ziele und Visionen ansehe oder einfach mal durch den Kopf gehen lasse. Dann weiß ich auch, warum ich heute Zeit investiert habe und warum ich morgen in der Früh, wenn ich aufstehe, wieder die eine oder andere Stunde investieren werde, um meine Ziele und Träume zu realisieren. Das geht nur auf die Art und Weise. Wenn man jetzt nimmt zum Beispiel jetzt gerade das Wochenende. Marcel Hirscher gewinnt schon so viele Jahre den Weltcup, hat jetzt ein kleines Kind, ein Baby und war trotzdem so weit konzentriert im Sommer, dass er die gewissen Stunden, die notwendig waren, neben der Familie, die ihm sicher ganz, ganz wichtig ist, investiert hat, um jetzt wieder top zu sein und das erste Rennen gleich wieder zu gewinnen. Obwohl er Ablenkung genug hatte, weil wenn du ein kleines Kind hast und eigentlich im Skizirkus bist und bei der Familie sein willst, das erste Kind da ist und trotzdem hat er gesagt, er hat den Spagat gefunden zwischen im Notwendigen, das ist Familie, bestimmte Dinge, die zu erledigen sind, so wie unser Job vielleicht, wenn wir sie schon nebenberuflich machen, aber trotzdem dann in den paar Stunden am Tag oder in der Woche das Wesentliche zu tun, um wieder top zu sein. Und ich glaube, das ist es auch, weil er begeistert ist von dem, was er tut. Also Skifahren ist einfach das, was ihm enorm Spaß macht. Und wenn du sagst, du willst deine Ziele erreichen und du hast Visionen im Kopf, dann ist so wichtig, am Tag diese paar Stunden für die Vision auch frei zu machen. Ich kenne so viele Leute, die von Woche zu Woche mir erzählen, welche Träume und Visionen sie haben und trotzdem von Woche zu Woche nicht einen Millimeter dem Ziel näher kommen. Da frage ich mich, ob das Ziel wirklich Relevanz hat, ob das Ziel wirklich wichtig ist. Weil wenn mir etwas ganz, ganz wichtig ist, dann finde ich heute diese 15 Minuten dafür oder diese Stunde dafür, etwas zu tun, um dem Ziel näher zu kommen. So wie Marcel Hirscher wahrscheinlich irgendwann vielleicht um Mitternacht dann laufen gegangen ist, wenn er untertags eher mit seiner Familie Zeit verbracht hat. Das ist, um in die Zeiten dann irgendwo frei zu machen. Und da gibt es ja auch so einen Begriff, diese Rausliste. Was kann aus meinem Leben raus, dass meine Ziele mehr Platz bekommen? Das heißt, vielleicht manche Serien im Fernsehen nicht sehen. Fernseher vielleicht gar nicht aufdrehen. Vielleicht 500 SMS, WhatsApps oder Beiträge, die man auf Facebook zugesendet bekommt, nicht ansehen. Weil wie viel von den Dingen, die wir wirklich täglich an Zeit investieren und am Handy uns anschauen von Freunden, die uns was zugesendet haben, ist wirklich lebenswichtig und trägt dazu bei, dass wir unser Leben positiver gestalten können. Wahrscheinlich ganz wenig davon. Und die Frage ist, wofür investieren wir unsere Zeit?
Und ein toller Spruch auch, entweder wir füllen die Zeit mit Dingen. Hört ihr mich gut? Bitte? Hört ihr mich gut? Ja, mein Internet muss ein bisschen langsam, aber es geht schon. Okay. Entweder du füllst deine Zeit mit hohen Prioritäten oder andere Menschen füllen deine Zeit mit niedrigen Prioritäten. Das kannst du ganz groß aufschreiben, das ist so. Entweder du füllst deine Zeit mit hohen Prioritäten oder andere Menschen füllen deine Zeit mit niedrigen Prioritäten. Es gibt genug Menschen, die uns beschäftigen könnten mit allen möglichen Dingen. Auch die Medienlandschaft, auch Zeitung lesen, ob irgendwelche Serien, die spannend sind, und dann muss man die nächste Folge noch sehen und die nächste. Und was mir Freunde erzählen, wie hunderte Serien sie schon gesehen haben im Fernsehen. Und ich frage immer, und was hat das in deinem Leben als Relevanz? Was hat dich durch diese Serien wirklich weitergebracht? Du hast so viele Ziele, Träume, Visionen, du willst sportlicher, fitter sein. Sagst mir aber, du hast hunderte Serien gesehen, aber du bist nicht 10 Minuten laufen gegangen oder spazieren gehen oder sonstiges. Ne? Das heißt, das sieht man eigentlich, dass Menschen zwar kurz Träume und Visionen haben, aber diese Dinge relativ schnell dann wieder auf die Seite stellen, weil sie nicht ehrlich und hundertprozentig daran glauben. Das heißt, wenn du wirklich Ziele und Träume realisieren willst, und du hast mich gefragt, wie fängt man an, dann spür sie in dir. Sehr ehrlich zu dir, willst du das wirklich? Und wenn du es wirklich willst, dann geh und hol dir das Ding. Ich habe das genauso gemacht. Warum habe ich so viele Dinge hinter mir hängen? Weil ich einfach losgestartet bin. Und viele Menschen, wo ich geglaubt habe, die gehen mit mir, die steigen ein ins Geschäft oder sind auch eingestiegen, die sind nicht so losgegangen wie ich. Und jetzt hat es 2 Möglichkeiten gegeben. Entweder ich gehe langsam und warte auf alle oder ich gehe mein Tempo weiter und erreiche meine Ziele. Ein wahres Wort, ja. Und das sieht man, egal ob es jetzt der Zverev ist, der jetzt sogar Djokovic und Federer geschlagen hat, der hat seinen Fokus gehabt. Oder ich habe heute mit Willi, der war auch, ist als Tennistrainer mit Cap, da in der obersten Reihe, mit dem heute gesprochen, über Thomas Muster. Wie der seinen Kreuzbandriss im Knie hat, der hat sich ein Holzgestell gebaut, wo er sich draufgesetzt hat und hat seine Vorhand im Tennis trainiert, sitzen. Das heißt, jemand, der wirklich, wirklich will, den können auch wirklich Hürden dazwischen kommen und er wird trotzdem weitergehen, damit er besser wird. Wir haben nur oft zu viele Ausreden. Ich habe gerade keine Zeit oder heute bin ich zu müde oder heute kann ich nicht. Da stelle ich mir immer die Frage, wie groß sind die Visionen? Was wollen wir in diesem Leben erleben? Und wie viel Zeit sind wir bereit, darin zu investieren? Und mir wurde Network Marketing auch nicht in die Wiege gelegt. Also ich habe das auch mit Büchern, mit Tun, mit vielen Hürden, mit vielen Rückschlägen sukzessive gelernt und mich weiterentwickelt, weil es für mich ein ganz klares Ziel war, für mich und für meine Familie zeitlich und finanziell frei zu sein, unabhängig von Staat, vom Pensionssystem, von irgendwelchen Dingen und die schönen Dinge im Leben zu erleben. Und die kosten sehr oft Geld. Und es war auch letzte Woche, da war ich in Leipzig, habe einen Vortrag gemacht mit Mischa, der auch hier ist. Ich war dann in Bremen, habe einen Vortrag gemacht. Ich war in Hamburg und am Samstag, Freitag am Nachmittag nach Hause geflogen und am Samstag hatten wir einen Super Saturday von 10 bis 17 Uhr hier in Wien. 10 bis 17 Uhr, super tolle Stimmung, tolle Vortragende. Nach dieser Woche war es wirklich so, dass ich gesagt habe, puh, Sonntag, ich gehe jetzt einmal laufen. Ich war aber auch in Hamburg laufen und ich war in Bremen laufen. Das heißt, es geht auch das dazwischen. Man kann alles unter den Hut bringen. Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit 24 Stunden sind. Die Frage ist wieder, womit fülle ich die 24 Stunden? Mit etwas, das hohe Priorität hat und mich ans Ziel bringt? Oder mit Dingen, wo ich weiß nicht, was alles macht? Wir haben da mal ein Seminar gemacht, haben wir gesagt, okay, rechne mal von den 24 Stunden ab, wie viel schläfst du? Dann haben manche Leute gesagt, 6 bis 8 Stunden. Okay, wie viel Zeit brauchst du für Essen? 2, 3 Stunden am Tag. Wie viel Zeit brauchst du für Körperpflege? Wie viel Zeit brauchst du fürs Arbeiten? Und bei den meisten Menschen sind dann noch zwischen 6 und 10 Stunden im Endeffekt übergeblieben. Die haben sich dann gewundert, was in dieser Zeit passiert. Teilweise wussten sie es gar nicht. Ja, so ist es im Leben, ja. Stimmt schon, ja. Genau. Und so vergehen die Wochen, so vergehen die Monate. Und manche denken sich dann nach 5 Jahren, Network Marketing funktioniert nicht. Nein, Network Marketing funktioniert immer.
wir selbst funktionieren vielleicht noch nicht im Network Marketing, aber Network Marketing funktioniert immer. So wie ich überzeugt bin, dass jeder bis zu einem bestimmten Niveau Tennis spielen lernen kann und Skifahren lernen kann und jeder Mensch gehen lernen kann und laufen lernen kann, muss ja nicht gleich der Marathon sein. Mhm. Jeder kann alles, es steckt alles in uns. Die Frage ist nur, wie hoch ist die Priorität? Wie sehr wollen wir es? Wie viel Zeit investieren wir, um es zu lernen, zu können und umzusetzen? Und da geht es einfach um die Vision, das Endziel. Es gibt in Großbritannien eine Schule, eine Musikschule, da kommen ganz junge Talente hin. Und am ersten Tag, wo diese 4- bis 8-jährige Schule beginnt, am ersten Tag, werden alle Eltern eingeladen in ein Konzerthaus mit den Kindern. Und die Kinder kommen alle am ersten Schultag hinter die Bühne mit dem Instrument, das sie irgendwann in dieser Schule lernen wollen. Alle Eltern sollen sehr schön gekleidet kommen und sich ins Theater setzen. Theater ist bummvoll. Die Kinder gehen mit ihrem Instrument, das sie noch nicht können, auf die Bühne, verbeugen sich, bekommen tobenden Applaus und gehen wieder von der Bühne. Mit diesem Paradigma werden die Kinder am ersten Tag geschult. Einfach ihnen zu zeigen, wie toll das Gefühl sein kann, wenn man es dann erreicht hat. Gute Strategie, ja. Sehr gute. Ja. Super Strategie. Nicht von Haus aus sagen, das kannst du nicht, wird lange dauern, wird schwierig. Nein, überhaupt nicht. Bist am ersten Tag schon auf der Bühne mit deinem Instrument. Und jetzt werden wir halt das Wesentliche lernen, dass du immer auf der Bühne stehen kannst mit deinem Instrument. Und das mit so viel Spaß wie möglich. Ich mache das auch mit Spaß. Ich hatte total viel Spaß jetzt auf dieser Reise durch Deutschland. Habe sogar noch im Zug und im Flieger und überall Kontakte gemacht, werde Leute einschreiben. Das heißt, egal wo ich bin, lerne ich Menschen kennen, die Träume, Visionen haben und vielleicht das Vehikel Seizure oder Network Marketing dafür nutzen, um ihre Träume und Visionen zu realisieren. Das ist der Start, das ist der Beginn. Klare Entscheidung und dann das Wesentliche dafür, Schritt für Schritt zu lernen. Aber ich glaube, so ist es bei allem. Egal welchen Beruf man lernt, egal welches Hobby, man trifft eine Entscheidung und da beginnt man damit. Ne? Wenn man es ernst meint, wird man jedes Musikinstrument lernen, wird man Network Marketing lernen, wird man seine Träume realisieren, wird seine 10.000 oder 100.000 oder mehr im Monat verdienen können. Alles möglich. Es hängt nur von einer klaren Entscheidung ab. Sonst gar nichts. Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen, ne, wenn man sie nimmt. Das ist das Schöne an diesem Geschäft. Das gefällt mir so toll, dass es weder vom Geschlecht abhängig ist, noch von der Hautfarbe, noch vom Alter und nicht der Doktor mehr verdient als vielleicht der Hilfsarbeiter von vorher. Jeder, wie er sein Team engagiert aufbaut, mit Menschen spricht, jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Wenn man denkt, David Moses aus Kanada, den ich ja jetzt doch schon ein paar Mal getroffen habe, der verdient zwischen 1 bis 2 Millionen im Monat und war Schulabbrecher. Das heißt, der hatte nicht die optimalen Voraussetzungen. Aber er hat was draus gemacht. Er hat mit vielen Menschen gesprochen. Und ich habe mir erst wieder jetzt von Patrick König, das ist ein Deutscher, die CD angehört. Da ist er auf der Straße angesprochen worden, ob er nicht sein Leben verändern möchte. Und er hat sich gedacht, da spricht mich jemand auf der Straße an. Aber er hat sich die Visitenkarte mitgenommen. Und derjenige hat gesagt, wenn es sich interessiert, komm nächste Woche Mittwoch zu meinem Vortrag. Und er hat sich gedacht, der spricht mich auf der Straße an und erzählt es zu Hause seiner Frau. Und seine Frau sagt, ja, aber du hast ja gesagt, du möchtest nicht dein Leben lang Automechaniker sein. Wenn ich jetzt jemand auf der Straße anspricht und lade dich zu einer Präsentation, geh mal dorthin, hör dir das an. Der geht die Woche drauf zu dieser Präsentation, schreibt sich ein in Network Marketing und verdient 4 Jahre später 50.000 im Monat. Und er hat gesagt, wenn mich jemand auf der Straße anspricht und einschreiben kann, dann kann ich das auch. Und wir müssen ja nicht alle auf der Straße ansprechen. Wir haben ja mal in unserem Telefon, dafür ist es ja doch irgendwo gut, haben wir mal unsere 200, 300, 400 Namen drinnen. Wenn du mit jedem ein vernünftiges Gespräch führst über das, wo du hingehst
und dass du alle Menschen, die sich auch verändern wollen, gerne auf den Weg begleitest und mitnimmst, dann werden sich einmal 30, 40 bei dir einschreiben. Und wenn 40 Leute, 250 Leute wieder ein Telefon haben, 40 mal 250, sprechen wir von 10.000 Kontakten. Na, da hast du mal in den nächsten Wochen viel zu tun. Okay. Mit einem Team, gemeinsam. Ja, man muss sich noch vorstellen können, die Duplikation. Ne? Ja. Die Duplikation ist ja sehr einfach. Wenn du 5 Leute ins Geschäft bringst und diese 5 innerhalb der nächsten Monate nur 5 Leute jeweils ins Geschäft bringen, hast du 25 Leute durch diese 5 ins Geschäft bekommen. 5 mal 5 ist 25. Wenn diese 25 wieder über die nächsten Wochen und Monate oder Tage wieder jeder nur 5 Leute ins Geschäft bringen, 5 mal 25 ist 125, hast du 125 Leute in deinem Team. Spannend wird es, wenn das noch einmal eine Ebene weitergeht. Dass diese Leute in den nächsten Monaten, diese 125 im Schnitt, einer mehr, aber der andere weniger, wieder nur 5 Leute ins Geschäft bringen, also 625 Leute im Team. Und was heißt das dann in Zahlen, jetzt mal in Euros ausgedrückt, wenn ich mal so blöd fragen darf? Ja, wenn du jetzt sagst, du hast, sag mal, 1.000 Leute im Team und jeder macht 100 Umsatz, dann hast du 1 Million Punkte im Monat. Ja. 10% davon. Okay. Dann 100.000 im Monat. Du kriegst aber dann ja nicht nur die 10%, du kriegst ja ab einem bestimmten Rang auch schon die 6% ab Emerald auf beiden Ästen extra noch dazu. Dann kriegst du ab Diamant ja noch einmal 4% Diamantbonus. Und da kommen dann schon Gehälter raus im 6-stelligen Bereich im Monat. Die Frage ist, wer will es haben? Sisha zahlt das gerne. Sisha wartet nur, dass irgendjemand tut und dass sie die nächsten Schecks auszahlen können. Hm. Die produzieren so viele Produkte, wie wir an Kunden und Partner gewinnen. Und die Kapazitäten haben sie. Die warten nur darauf, dass sich jemand abholt. Und das ist das Schöne und das Faire. Einer ist schneller, einer ist langsamer. Aber dass wir alle die gleiche Chance haben, ist hundertprozentig klar. Und dabei geht es immer nur, eigentlich musst du nur eine Person richtig führen. Und das ist nicht die erste Person, die du einschreibst. Das bist du selbst. Wenn du dich täglich in den Spiegel schaust und sagst, habe ich heute das Richtige getan, damit das Geschäft wachsen kann, dann wird es wachsen. Hast du nicht das Richtige getan, wird es nicht wachsen. Die einzige Person, die wir nur kontrollieren müssen, sind wir selbst, sonst niemand. Wenn wir vorangehen, dann andere Menschen folgen. Wenn wir auf diese Kreise aufzeichnen, ja, welche Kreise sind jetzt wichtig im Team? Ich sage immer nur ein einziger Kreis, nämlich der, der um deinen Kopf herum ist. Das ist der einzige Kreis, du selbst, deine Partnerschaft. Weil du kannst nicht beeinflussen, ob jemand in deinem Team Superstar wird oder vielleicht nach 3 Monaten wieder aufhört. Ist auch völlig egal. Wenn du vielen Menschen die Chance gibst, dann wird es ein paar geben, die aufhören, ein paar, die ein bisschen was machen und ein paar werden Superstars. Das ist wie bei Bayern München. Die kaufen 20 Spieler ein, davon sind 5 wirklich super. Ein paar haben Verletzungen, die werden gar nicht spielen. Ein paar sitzen auf der Bank. Ein paar verkaufen sie ihre wieder recht schnell. Ne? Ist so. Und du brauchst ein großes Team, um Champions League spielen zu können. Ja. Im Endeffekt brauchst du im Fußball auch nur 11. Aber in Wirklichkeit brauchst du mehr als 11, weil es sind immer manche vielleicht nicht hundertprozentig fit. Ja. Und wenn du hier sagst, okay, jede Woche 1, 2 Leute ins Geschäft bringen und du machst es einmal ganz konsequent ein Jahr, dann hast du 50 Wochen mal 1 bis 2 Fachberater, dann hast du 50 bis 100 direkt Eingeschriebene. Nur da werden schon ein paar dabei sein, die wollen. Okay. Heide Marie, hallo, servus. Gratuliere zur Bronze letzte Woche. Dankeschön. Das ist so schön. Das ist so. Heide Marie, was hast du für Erfahrungen gemacht auf dem Weg Richtung Bronze? Wo waren deine Hürden, wo deine Stärken? Hast du immer daran geglaubt, dass du sie erreichst oder auch nicht? Erzähl mal ein wenig. Ich habe nicht immer geglaubt, dass ich sie erreiche, weil ich vorausgesetzt habe, dass meine Teammitglieder genauso wollen wie ich. Und das geht nicht. Das war so meine Hürde zu erkennen, dass ich zwar will, aber die anderen nicht wollen. Nicht immer. Und jetzt freue ich mich riesig, dass ich es geschafft habe. Und
die größte Hürde war, zu glauben, dass ich es nicht kann. Das können nur die anderen. Ich kann das nicht. Aber so wie du gesagt hast, jeder hat die gleichen Voraussetzungen und jeder kann alles. Ja, Gratulation, Heidemarie. Es hat viele Gespräche gegeben zwischen uns auch, wo du gesagt hast, mir gelingt derzeit nichts und so. Und was meine Aufgabe war, immer wieder zu sagen, du kannst es. Ja, ja. Das ist das Einzige. Einfach immer wieder den Leuten zu sagen, dass sie es können, weil es stimmt. Jeder kann es. Manche trauen sich nicht zu oder machen nicht die richtigen Dinge oder nicht genug von den richtigen Dingen pro Tag, damit auch die Erfolge dann eintreten. Aber dass es jeder kann, das ist fix. Ist absolut nicht kompliziert. Wer hat Fragen dazu? Gerhard, ich habe eine Frage. Was passiert oder was würdest du empfehlen, wenn auch mit der Atmen keine Rückmeldungen kommen, auch wenn Zusagen sind, Termine, Fixierung, melde mich so und so viel, retour, du tust der SMS schreiben, wie auch immer, es kommt nichts retour. Mhm. Das ist aber auch in den Dreiergesprächen. Ja. Und das ist, was mich persönlich ein bisschen verrückt macht, weil ich das nicht kenne. Weil, wenn ich sage, ich mache, ich kann ja sagen nein oder irgendeine Antwort muss es geben. Ja oder nein, aber gar nichts, keine Rückmeldung, nichts, absolut nichts. Und das macht mich ganz nervös. Von wie vielen Menschen sprichst du? Naja, 30, 40. Okay. Also, es sind schon einige, die was aber nicht ich alleine mache. Und das ist es, aber sonst wäre. Wissen die Lösung. So geht's. Mach mal 30 Gespräche mit mir gemeinsam. Ja, wann? Morgen bin ich noch in Wien. Wann du möchtest. Oder man kann es auch über Skype machen, wenn du nicht in Wien bist. Ich glaube, das Wichtige ist ganz einfach, wenn etwas nicht klappt, was macht zum Beispiel sogar ein Top-Tennis-Spieler, der ATP spielt, wenn er gerade nicht seine Leistung bringt? Der nimmt sich Genies von früher zur Hand, wie ein Boris Becker, Ivan Lendl, andere Leute. Das heißt, es gibt einfach, die nehmen sich in Agassi, der schon lange nicht mehr spielt, aber die Erfahrung hat. Die Top-Leute, die Millionen verdienen im Tennis, nehmen sich einen Coach, weil sie gerade durch eine Phase selbst nicht durchkommen. Ich glaube, wenn du selbst hängst, kommst du vielleicht selbst nicht raus. Weil wenn du es könntest, würdest du herausgehen. Ja, das glaube ich auch, aber ich weiß nicht, wie man es macht. Schau, wenn der Bauer Saat ausbringt und die Saat ist nicht gut, dann kann er noch kiloweise Saat ausbringen und er wird nicht ernten können, weil diese Saat nicht aufgeht. Jetzt kommt jemand, der sich auskennt vielleicht in dem Bereich und sagt ihm, okay, diese Körner kannst du alle wegtun, die werden nie zu einer Pflanze werden. Nimm andere Saat. Und so ähnlich ist es bei uns mit den Gesprächen. Wenn du genug Begeisterung hast, dann ist oft der Inhalt völlig egal. Mir hat einmal jemand gesagt, der Multimillionär ist, der hat gesagt, zu den richtigen Menschen kannst du nicht das Falsche sagen und zu den falschen Menschen kannst du nicht das Richtige sagen. Das kannst du dir aufschreiben. Zu den falschen Menschen kannst du nicht das Richtige sagen und zu den richtigen Menschen kannst du nicht das Falsche sagen. Oder anders gesagt, ein totes Pferd kannst du nicht reiten. Das heißt, wenn jemand gerade wirklich nicht will, gar nicht will, dann hat es auch keinen Sinn, mit dem zehnmal zu sprechen. Ich bin aber oft der Meinung, dass in jedem Menschen Träume und Visionen stecken. Und ich bin so der Fan davon, mit Fragen herauszufinden, was das Gegenüber gerne im Leben verändern würde. Das heißt, ich bin nicht der, der mit jemandem sich zusammensetzt und gleich erzählt, ich mache Sisha, bla bla bla, Moringa, Produkte und Provisionsplan erklärt dem anderen, der weiß gar nicht mehr, was er denken soll, denn raucht nur mehr der Kopf. Was ich versuche bei meinen ersten Gesprächen, nur ein Warum rauszufinden, brennt in der Person eine Möglichkeit auf Veränderung oder nicht. Und die Veränderung kann sein Richtung Gesundheit, dann habe ich einen Dauerkunden, oder Richtung Geschäft, dann habe ich einen Dauerpartner und einen Visionär an der Hand. Das heißt, das Wichtigste für mich ist herauszufinden im Gespräch, was könnte diese Person im Gespräch anticken, dass der mir nachläuft und nicht, dass ich der Person nachlaufe.
Was könnte ich in dem Gespräch rüberbringen, dass sich die Person denkt, jetzt habe ich dreimal die Gerda angerufen, nicht erreicht, hoffentlich hebt er beim vierten oder fünften Mal jetzt das Handy endlich ab. Weil ich möchte mehr darüber wissen. Dann war das Gespräch von mir richtig, wenn jemand mit mir weiter in Kontakt kommen will und nicht, wenn ich ihn immer wieder anrufen muss, dass er vielleicht irgendwann sich noch einmal was anhört und noch mal was anhört, noch mal was anhört. Im ersten Gespräch möchte ich herausfinden, was das Warum meines Gegenübers ist und was die Person im Leben gerne verändert haben möchte. Weil dann ist es einfach, mit der Person zusammenzuarbeiten. Wenn der Willi zum Beispiel Coaching macht im Tennis und er hat jemanden, der will nicht wirklich und der sagt ihm jeden zweiten Termin ab und kommt nie vorbei, dann wird der nie richtig gut werden. Und dem Willi wird es auch keinen Spaß machen. Wenn aber derjenige immer pünktlich da ist, wirklich will und der Willi hat rausgefunden, welche Klasse will der mal spielen und wie wichtig wäre ihm das, gut Tennis spielen zu können, dann wird es für beide viel mehr Spaß machen und es wird ein ganz anderer Erfolg rauskommen. Das heißt, wichtig ist, für uns in den Erstgesprächen herauszufinden, ist es das Haus, ist es das Studium der Kinder, ist es ein Kredit, der abgezahlt gehört, ist es der Porsche, ist es eine Finca auf den Malediven oder sonst, ist völlig egal. Wofür wird diese Person wirklich alles tun, um es zu erreichen? Wenn du das rausgefunden hast, dann brauchst du dir keine Gedanken machen über Rückrufe von den Leuten und dass sie dich sogar anrufen und sagen, Achtung, Gerhard, wann hast du wieder Zeit? Wir brauchen die nächsten Termine. Bom, bom, bom. Okay. Die schreiben dir dann um 23 Uhr noch eine SMS und um 6 Uhr früh schon die erste. Ich habe noch eine Frage dazu und noch eine Frage dazu. Solche habe ich auch im Team. Und ich bin glücklich und die fragen mich dann immer, bin ich jetzt lästig? Sage ich, nein, ich bin begeistert. Ich bin begeistert, dass du so bist, wie du bist. Stell deine Fragen, wann immer du möchtest. Hauptsache, wir bringen dich so schnell wie möglich an dein persönliches Ziel. Okay. Wir hören. Die Menschen wollen nicht mitmachen, dass du reich wirst. Die Menschen machen dann mit, wenn sie einen eigenen Nutzen daran haben, dass sie sich da Zeit und sogar Geld investieren und sich die Zeit von anderen Dingen abzwicken, die ihnen auch wichtig sind. Das heißt, das Warum muss enorm groß sein. Und wenn das Warum nicht groß genug ist, dann wird noch gar nicht begonnen. Gibt da so etwas? Ich weiß nicht, ob ich das schnell finde. Sieben Schritte zum Erfolg. Der Punkt 1, über den gehe ich gar nicht drüber, solange ich den nicht weiß. Und das ist die Entscheidung. Das ist das Warum. Wenn die Entscheidung groß genug ist, dann kann man schauen, was sind die Fakten. Fakten, wie viel Zeit hast du in der Woche, was weißt du schon, was weißt du nicht, was kannst du nicht. Das Gleiche wird der Willi beim Tennis auch versuchen, mal rauszufinden, gerade am Anfang. Dann Zielsetzung. Wo willst du hin? Aber das kommt erst als Dritter. Zuerst einmal Entscheidung. Klare Entscheidung, dein klares Warum. Dann können wir Ziel setzen in Form von, bis wann wollen wir es haben, wie hoch soll die Summe sein, was für Ziele brauchen, sollen wir als Erster von deinen Visionen erfüllen, was ist dir am wichtigsten von deinen 10 Dingen, die irgendwo im Schlafzimmer an deiner Wand hängen und, und. Und oft sind es gar nicht nur die persönlichen Ziele, manchmal ist es das Studium vom Kind oder ein gesundes Zustand von einem guten Freund, der Geld braucht oder andere Dinge. Es kann so viel sein, was uns in Bewegung bringt. Aber es muss irgendetwas sein, wo es sich auszahlt, in der Früh aufzustehen und rauszugehen. Oder am Abend noch um 22 Uhr noch mit jemandem zu telefonieren oder so wie ich jetzt um 20.30 Uhr ein Webinar zu machen, um Menschen zu helfen, ihre Visionen zu erreichen. Und Punkt 5 ist erst Konzeptplan. Punkt 6 ist Action, sofort in Aktion gehen. Und 7. Punkt ist, kontrolliere dich selbst. Sei diszipliniert und kontrolliere dich selbst. Nicht jemand anderer muss dir sagen, wie oft du Termine oder Kontakte machen sollst oder nachtelefonieren oder besser werden. Und das, was der Heinz gesagt hat, wenn ein Chirurg, ich sage mal, in der Probephase irgendeinen bestimmten Handgriff nicht kann oder ein Pilot in der Probephase, solange er noch nicht wirklich das Flugzeug steuert,
dann soll er 1000 Mal fragen, bis er es kann. Weil irgendwann kommt der Ernstfall. Und dann ist gut, wenn er es kann. Das heißt, Heinz, du hast niemanden von deinen Leuten verbrannt. Du hast vielleicht noch nicht rausgefunden, was diese Leute zu einer Höchstleistung bringen könnte. Und mein Beispiel ist immer, das habe ich schon öfter gebracht, wenn ich jetzt in Wien gerade bin und meine Tochter wäre jetzt in München und hätte dort einen Autounfall und würde dort auf der Intensivstation liegen, dann wäre mein Warum riesig, so schnell wie möglich hinzukommen. Ich glaube, da geht es jedem so, oder? Absolut. Gut, ich fahre sofort mit dem Auto los und nach 50 Kilometer Motorschaden. Ich habe vergessen zu schalten oder sonst was in meiner Hektik. Motorschaden, das Auto steht. Was mache ich da? Lösung finden. Genau. Das Ziel ist München und nicht das Auto. Das Auto ist ein Vehikel, das mich vielleicht eine Teilstrecke weiterbringt. Und im schlimmsten Fall Autostopp, sonst was. Ich würde dort schnellstens hinkommen. Klar, das Schnellste wäre gewesen mit einem Privatjet. Habe ich nicht, aber die zweitschnellste Lösung ist vielleicht mit dem Auto. Auto ist kaputt, dritte schnellste Lösung ist mit dem Zug weiter oder mit Anhalter oder sonst irgendwie. Hauptsache, du kommst ans Ziel. Und das Gleiche ist bei jedem Navigationssystem. Du gibst ein von einem Ort zum anderen und das Navigationssystem sagt 42 Minuten und so viel Kilometer. Und dann fährst du los und dann kommt ein Stau. Dann sagt das Navigationssystem nicht 42 Minuten, eine Stunde 15. Das heißt, das Navigationssystem konzentriert sich immer auf das Ziel. Das Einzige, was sich verändert, ist der Zeitpunkt, wann du das Ziel erreichst. Aber das Navigationssystem ist so klug und bleibt immer mit Fokus am Ziel. Und Heinz, wenn du jetzt ein paar hattest, die nicht zielführend waren in deinem Team oder in den Gesprächen, dann find mal heraus, was fehlt in den Gesprächen? Was könnte in den Gesprächen mehr herausgefunden werden? Weil ich bin mir sicher, mit den 30, 40 Leuten, mit denen du gesprochen hast, da sind ein paar dabei, die ein Riesen-Warum irgendwo haben. Und das ist vielleicht bis jetzt noch nicht optimal herausgefunden worden. Und für dieses Warum, für dieses von Wien nach Hamburg oder nach München so schnell wie möglich, weil dort das Kind auf der Intensivstation liegt. Dieses Warum hat jeder in uns. Jeder von uns hat Träume und Ziele, wo er sagt, nicht erst mit 90. Ich möchte vorher noch nach Lappland fliegen oder vorher noch mein Sportauto fahren oder meine Kreditraten vorher abbezahlt haben oder mein Segelschiff vorher besitzen, bevor ich zu alt bin, um es optimal benutzen zu können. Und. Und dann gehört der Hebel nach vorne gelegt und dann ist alles möglich. Alles. Aber mehr Emotion als Fakten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mit Emotionen etwas dran sein. Und wenn mich die Leute fragen, weißt du das alles? Sage ich, nein, ich weiß überhaupt nicht alles. Aber ich weiß, dass ich ja mal am Weg dorthin bin Richtung Ziel. Und unterwegs lerne ich dann all die Dinge, die dafür notwendig sind. So wie wenn ich Arzt studiere, dann melde ich mich an bei der Uni und weiß noch gar nichts. Und dann weiß ich, dass ich über die nächsten Jahre all das lernen werde, das ich dann in der Praxis brauche, um ein guter Arzt zu sein. Aber die Entscheidung ist am ersten Tag, wo du hingehst und dich anmeldest. Und nicht der erste Tag, wo du den Doktorkittel anhast und dann operieren darfst. Okay. Umso klarer die Entscheidung, umso mehr Emotion ist dabei, umso mehr Emotion dabei ist, umso mehr macht es auch Spaß für die anderen. Nicht nur gerade Fakten irgendwo zu hören, sondern zu sagen, okay, dann gehen wir es an, das Ganze. Starten wir los. Alles, was wir brauchen, lernen wir am Weg. Danke, ist okay. Wenn wir tun. Mit dir. Sehr gerne. Aber mach mal 3, 4 Gespräche. Sag mal in den nächsten 1, 2, 3 Tagen, wo hast du Leute, die gerne mit dir schon mal angesprochen hast. Sag denen, pass auf, wofür würde es dir wert sein, mit mir zusammenzuarbeiten und dieses Ding groß aufzubauen? Was sollte sich in deinem Leben innerhalb der nächsten 3 Jahre verändert haben, dass es sich ausgezahlt hat, mit mir da loszustarten? Gute Frage. Was müsste sich bei dir, lieber Freund, in den nächsten 3 Jahren verändert haben, dass es sich ausgezahlt hat, jetzt mit mir loszustarten?
Und ich kenne niemanden, der alle seine Träume schon realisiert hat. Niemanden. Und wenn die Menschen bei dir Begeisterung spüren und das richtige Kribbeln in dir, dann sind sie neugierig. Und dann, wenn Menschen neugierig sind, dann beginnen sie einmal gemeinsam mit dir. Und wenn dann die ersten Erfolge da sind, dann gehen sie weiter mit dir. Und dann hat es als Gruppe einen Spaß und eine Dynamik. Und trotzdem wird es nicht jeder konsequent durchziehen, sondern nur wenige. Und das ist auch der Grund, warum Network Marketing so viel bezahlt. Ich glaube, es ist einer der schwierigsten Jobs, die es gibt. Weil man braucht Selbstdisziplin. Man kriegt nicht irgendeine Aufgabe, die muss man erledigen und dann kriegt man Geld dafür, sondern Selbstdisziplin, etwas aufzubauen, Menschen zu führen mit unterschiedlichsten Charakteren, was ich sehr lustig und interessant finde. Es ist nicht immer so einfach, aber es ist spannend. Alle Fälle. Alle Fälle. Und warum im Network Marketing die, die es wirklich durchziehen, über Jahre Millionen im Monat verdienen. Aber gut, der Chef von Thyssen oder der Chef von Siemens oder von Porsche verdient, glaube ich, im Jahr auch ganz gut. Mehr Stunden, ne? Ja, aber nur, genau, mehr, ja, wir haben deutlich mehr Stunden auf als ich. Der geht nicht joggen, wenn er irgendwo in Hamburg ist. Ich bin am Nachmittag in der kurzen Hose um die Alster gelaufen, das war total super da um den Teich herum, das war herrlich. Und das ist halt die Lebensqualität, die bei uns zusätzlich noch dazukommt bei unserem Business. Und trotzdem, es gehört einmal aufgebaut und dann gehört die Lebensqualität und auch das Einkommen einfach gut gelebt. Okay, scheinbar. Ja. Du kannst auch sicher sein, dass auch Marcel Hirscher oder Roger Federer oder Zverev tausende Stunden trainiert haben und geschwitzt haben, wo ihnen vieles nicht gelungen ist in dieser Zeit. Viele Doppelfehler, viele Rückschläge, viele Probleme. Und die sind da drüber gegangen, weil sie gewusst haben, irgendwann spiele ich in einem Stadion, wo mir 30.000 Leute zuschauen. Der hat einfach das Endziel im Kopf gehabt und darum ist er auch durch die Phasen durchgegangen, wo es nicht funktioniert hat. Wo 30 Mal das Service nicht funktioniert hat. Bei denen haben jetzt 30 Leute nicht reagiert. Das heißt, sie haben nicht Nein gesagt. Sie haben auch nicht Ja gesagt. Das heißt, wenn sie so neutral sind, weder Nein noch Ja, dann hat es Sinn, mit denen noch einmal einen Ansatz zu machen und zu schauen, was steckt in denen. Sehr spannend. Welche Träume und Visionen hätten Sie gerne realisiert? Ja, schau mal. Mach mal. Wer hat sonst noch Fragen? Gut, vielleicht war es ja mal einiges zum Nachdenken. Wenn jemand Fragen hat, die jetzt noch so in der Gruppe nicht kundtun möchte, ruft es mich an. Ich bin sicherlich in den nächsten halben Stunden noch gut erreichbar. Ruft es mich an oder auch in den nächsten Tagen, wenn euch morgen erst der Geistesblitz kommt mit der richtigen Frage. Oder wichtig ist, dass ihr euer Warum findet und euren Fokus damit halten könnt über die nächsten Wochen, Monaten, Jahre, wo nicht alle Ja dazu sagen. Und dass ihr einfach 100%ig eure Ziele und Visionen realisiert. Das ist das Um und Auf. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr heute dabei wart. Nächste Woche, vielleicht ganz spannend, sage ich gleich, da sprechen wir über ein System, da wird die Sophie Zillmann dabei sein, die Direktorin von Europa, und die wird uns etwas, was wir schon besprochen haben, ein duplizierbares, unter Anführungszeichen, Partysystem, aber nicht nur Partysystem für jeden, der gern Partys zu Hause macht, sondern dass man einfach 3, 4, 5 Leute einladet, duplizierbar jemand auf eine Produktschiene vielleicht diese 4, 5 Leute Informationen weitergibt oder auch businessmäßig 3, 4, 5 Leute einladet und die optimal informiert in einem kleinen Rahmen. Es kann Richtung Produkt oder Richtung Geschäft gehen und dazu wird uns Sophie Zillmann einiges erzählen. Die hat da jetzt einige Testläufe gemacht in the UK, haben ganz tolle Erfolge gehabt. Und sie hat sich da einiges zu dem Konzept auch noch überlegt, wie wir optimale Unterlagen dafür haben, wie der Ablauf bei so etwas sein sollte und, und. Vielleicht ist es ja für euch oder für jemanden in eurem Team wichtig oder interessant, dann einfach nächste Woche 20.30 Uhr einschalten oder im Nachhinein anhören. Alles Gute und tschüss, bis nächste Woche. Ja, tschüss, danke. Ja, ciao. Tschüss. Ciao.